Willkommen Leute, zurück zu einem weiteren Projekt, ja, oder eher gesagt zu einem neuen Projekt. Ja, wir spielen Until Dawn hier auf meinem Kanal. Mal gucken, wie es ankommt. Ich weiß es nicht und ich hoffe, es klappt auch mit den Aufnahmen. Ich hoffe, es klappt mit den Sounds. Ich hoffe, es klappt mit allem, ja. Ich glaube, das ist jetzt mein zweites Projekt, das ich jetzt per Aufnahmefunktion der PS4, glaube ich, machen werde. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich hatte das Spiel mal angespielt gehabt, aber auch nur irgendwie eine Stunde oder so. Deshalb, es ist fast blind für mich, muss ich sogar sagen. Aber wie gesagt, wir gucken, was auf uns zukommt. Wahrscheinlich kennen die meisten das Spiel schon, aber es sollte ja eigentlich immer was anderes sein, weil es gibt ja immer verschiedene Lösungen und so weiter und so fort. Und jetzt genug Gequatsche, wir fangen einfach mal an hier, neue Geschichte. Ja, ich möchte wirklich fortfahren, neue Geschichte. So, ich bin leise in Videos. Ja, okay. Der Schmetterlingseffekt. Schon. Sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt ist? Anna hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Nee, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Mike? Hier ist Hannah. Hey, Hannah. Hey, hast du das gesehen? Dad hat gesagt, nur wir wären jetzt hier. Josh? So, Leute. Es geht los. Ja, ich kann die Person jetzt bewegen. Als allererstes schon mal, die Videos, denke ich mal, werden so um 30 Minuten knapp gehen. Man kann es einstellen auf 15 Minuten, 30 Minuten oder länger. Aber ich habe mich erstmal für eine halbe Stunde entschieden, weil, komm, sagen wir mal ehrlich, die meisten gucken sich bestimmt nicht über eine halbe Stunde Video an. Deshalb, lol. Was? Was habe ich gerade gemacht? Was habe ich gerade gemacht? Naja, wir gucken einfach mal, ob ich das alles hinbekomme mit den Aufnehmen und Nicht-Aufnehmen und so weiter und so fort. Ich denke, ich werde pro Tag vielleicht ein, zwei Videos hochladen. Wenn das gut ankommen sollte, also wenn es euch gefallen sollte, liken und Abo da lassen. So, genug Quatsch, warte mal, was haben wir hier? Halte, oh Gott, ich bin total raus. Das war vor 3 Jahren oder so, als ich das Spiel gespielt habe, 2 Jahre. Hey, was? Nein! Warte mal. So. Du siehst in deinem Shirt so heiß aus. Aber ich wette, oh, dann bist du noch heißer. Komm um 2 Uhr ins Gästezimmer, Mike. Ui. Oh mein Gott. Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Oh nein. Och, Zeit zum nein. Eingreifen. Oh nein. Die kleinen bösen Menschen, ey. Und der pennt hier oder was?
Leute, ist das Bild irgendwie zu dunkel für euch? Weiß nicht, wenn ja, schreibt mal rein. Also man sieht ja generell kaum was, die haben es einfach mega dunkel hier. So, hier kann ich lang. Ach du Kacke, ist das dunkel. Ich sehe wirklich gar nichts. Liegt das an meinem Licht? Liegt das an dem Spiel? Da hinten haben wir da was. Benutze den rechten Stick, um schimmernde Objekte. Ja, das habe ich eben gerade schon. Aber warte mal, das war auch die Sache von eben, oder? Ja, das war die Sache von eben. Nee, brauche ich nicht. Okay. Jetzt habe ich es auf die andere Seite gerollt. Das Spiel soll wie so ein Action-Thriller sein, wie so ein Horrorspiel, so richtig. Aber ich weiß nicht. Ja, da war was! Da. Was? Leute, das Spiel ist echt. Jeremiah Craig. Was ist denn das? Alter gedrückt und nutze. Ja, hab's gesehen. Shit, Josh. Wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Hab deine Nachricht bekommen. Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird. Oh, ja, ja. Oh mein Gott, sie zieht sich das Shirt aus. Was? Oh mein Gott. Matt, was wollt ihr denn hier? Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Nur ein dummer Streich. Oh, Mann! Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah! Was? Joshua? Ja. Leute! Okay, dann würde ich mal draußen gucken. Ist jemand. Damit weht man einfach so. Lol. Los, wo will meine Schwester hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Ham. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert, es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Also, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Oh, okay. Shit. Wir machen einen noch sicher. Sollte man. Wir folgen mal den Fußspuren, Leute. Es ist gerade so was komplett anderes, als ich sonst immer spiele. Achso, okay. Aber es riecht mit dem Touchpad am Controller rumschnibbeln. Wusste ich gar nicht mehr. Okay. Hannah! Können wir so rumleuchten? Ja, mit dem Rechtsstick geht es dann auch. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Oh Gott, das scheint mir nicht so, Mann. Schneller zu gehen, dann gehen wir ein bisschen schneller. Hallo? Hallo? Ah, da ist das Schmetterling-Ding, glaube ich. Ah, daran kann ich mich noch erinnern. Zum Totem, ne?
Todestotem. Das heißt, es wird jemand, glaube ich, sterben, so hieß es das ungefähr, ne? Haben wir das Ding gerade nicht steuern? Wo kam die Flamme her? Hannah. Leute, ist er. Hannah. Ah, Hannah. Hallo? Hannah. Oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Hannah? Fallen lassen. So leid. Ich glaube, wir wären beide gestorben, kann das sein? Weil hätte ich Hannah festgehalten, wäre das gerissen. Habe ich jetzt losgelassen, wäre es gerissen. Also ich glaube, es wäre beides gerissen. Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig. Sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Hm? Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Okay. Mach ich. Jetzt umdrehen. Okay. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Naja, doch, so ein bisschen nervös bin ich schon bei so einem Bild. Ich hasse Vogelscheuchen. Ich sag nur Gänsehaut, okay. Leute. Okay, Ehrlichkeit ist gut. Und was daran macht dich denn nervös? Die Vogelscheuche. Ich hab da wirklich so Flashbacks von früher von Gänsehaut. Verstehe. Sagen wir, die Vogelscheuche wäre nicht da.
Wärst du dann bereit, allein dort zu bleiben für einen gewissen Zeitraum? Für eine Woche, zum Beispiel. Nee. Ach nein? Warum? Ich mag Maisfelder nicht. Ich fühle mich dann so auch ängstlich. Ich weiß nicht. Einsam natürlich auch. Eine ganze Woche alleine da. Aber ich hätte an sich ist beides das Gleiche. Ist da denn noch etwas auf dem Bild, das dir Angst macht? Ja. Interessant. Verschieben wir das Erforschen der Tiefe deiner Ängste doch aufs nächste Mal. Für heute ist die Zeit leider um. Okay, das war alles. Sind wir Freunde? Vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Annie Klein, die die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwilling. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts hin, behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh. Heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorn. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Also, ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen. Nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und
Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja, okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Ja! Yeah. Hallo? Ist jemand hier? Leute, ich würde sagen, hiermit beenden wir jetzt erstmal den Part. Also wenn es euch gefallen hat, Like, Abo da lassen, ja, natürlich. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare rein, was ihr von Until Dawn haltet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, haut rein. Tschüssi.